In diesem Video zeige ich euch, wie man XXL-Schnitzel richtig zubereitet. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Ihr sitzt in einem Restaurant und bestellt XXL-Schnitzel. Habt ihr euch da nicht manchmal gefragt, wie bekommen die denn diese riesen Schnitzel hin? Und genau das zeige ich euch jetzt. Schweineschnitzel werden bei mir traditionell aus dem Schweinerücken geschnitten. Ich habe hier ein 900 Gramm schweres Rückenteil und versuche das jetzt in vier gleich große Teile zu schneiden. Bestellt man ein normales Schnitzel, hat dies in der Regel zwischen 125 und 150 Gramm. Meine XXL Schnitzel haben also alle ungefähr 225 Gramm. Der Schweinerücken eignet sich im Übrigen wunderbar für kurzgebratenes. Also bestens für XXL Schnitzel geeignet. Das Fleisch wird immer gegen die Faser und niemals mit der Faser geschnitten. So werden die Fasern schon mal verkürzt. Generell gilt, je länger eine Faser, desto zäher schmeckt das Fleisch. Je kürzer die Fasern sind, desto zarter wird das Fleisch. Der Rücken wird jetzt von oben in vier gleich große Teile angeschnitten. Nicht durchschneiden, denn wir wollen ihn auf der Rückseite weiterverarbeiten und zwar am Stück. Jetzt wird der Rücken gedreht und wiederum eingeschnitten viermal, und zwar immer 2 cm versetzt zum Schnitt auf der Vorderseite. Ihr werdet es gleich besser sehen, dadurch erhaltet ihr nämlich ein Teil, was wie eine Ziehharmonika auseinanderzuziehen geht. Aufpassen, dass ihr auch von der anderen Seite nicht ganz durchschneidet. Und hier seht ihr es, das Fleisch lässt sich auseinanderziehen wie eine Ziehharmonika. Jetzt könnt ihr auch sehen, ob die Einschnitte tief genug waren. Wenn nicht, kann jetzt etwas nachgearbeitet werden. Auch hier vorsichtig arbeiten, dass ihr nicht zu viel einschneidet oder versehentlich sogar schon durchschneidet. Dann wird der Rücken wieder umgedreht und dann werden die Schnitzel so geschnitten, dass immer zwei Teile nach unten schauen, also wie ein Schmetterling. Übrigens, das Fett bleibt dran. Das Fleisch ist so mager, da darf ruhig ein bisschen von dem Fett dranbleiben. Das ergibt dann einfach nochmal ein bisschen mehr Geschmack. Und alle vier Schnitzel also rund 225 Gramm haben. Das eine vielleicht ein bisschen mehr, das andere ein kleines bisschen weniger. Vor dem Klopfen der Schnitzel reinige ich die Arbeitsfläche gründlich und trockne sie auch nochmal richtig gut ab. Zum Klopfen der Schnitzel bedarf es nämlich eines harten Untergrunds. Ein weiches Schneidebrett ist da nicht so gut geeignet. Die Schnitzel werden jetzt mit dem Handballen schon mal etwas vorplattiert, damit beide Seiten ungefähr gleich dick sind. Und dann werden die Schnitzel mit der Stekerseite des Fleischklopfers geklopft. Die Stekerseite ist die mit den Noppen, wie ihr hier seht. Im Internet kursieren viele Videos, die das Plattieren der Schnitzel verdammen. Und mit der Stekerseite erst recht. Das würde doch die Fasern des Fleisches zerstören. Ja, eben. Und genau das ist doch erwünscht. Erinnert euch, vorhin habe ich davon gesprochen, je kleiner oder gar zerstörter die Fasern sind, desto zarter wird das Fleisch. Deswegen bedarf es auch keiner Folie auf dem Fleisch. Den Müll könnt ihr euch sparen. Nach dem Klopfen ist mein erstes Schnitzel ca. 2 Handflächen groß und wiegt 213 Gramm. 225 Gramm hätte es haben dürfen. Naja, dann werden jetzt die anderen etwas schwerer und dieses ist dann für das Kind. Und so verfahrt ihr jetzt mit allen weiteren Schnitzeln. Na, das sind doch echt mal große Schnitzel, oder? Eben XXL Schnitzel. Ich habe daraus im Übrigen hessische Schmandschnitzel gemacht. In der XXL-Version. In diesem Video hier oben zeige ich euch, wie ich die gemacht habe. Das war's von mir. Bis